Aktivieren kann man das PKFile, indem man in die Bibliothek unter Büro Supports ein bisschen scrollt zum PKFile. Man kann auch per Rechtsklick nur den Text anzeigen lassen, das ist ebenso möglich, oder auch die Symbole. Per Doppelklick oder per Drag and Drop kann das PKFile aktiviert werden und abgesetzt werden. In meinem Fall habe ich drei Fenster aktiv. Ich schließe dazu kurz den Generator. Über Fenster 2 plus ein Animationsfenster habe ich hier aktiv geschalten und ich habe hier die Animation. Dann lasse ich mir das PKFile mal heranzoomen und auch in der Ansicht unten, Seitenansicht, zoome ich ebenfalls heran. So wie im Grundriss. In meiner Animation habe ich die virtuelle Grundebene ausgeblendet, aber einen Lichtfaktor drin, also einen Sonnenstrahl. Deswegen habe ich hier die helle Seite, das Gelb, und hier die dunkle Seite. Somit kann ich dann mich auch zum Beispiel Schatten oder sowas anzeigen lassen und das gefällt mir sehr. Und das ist aber jetzt eine Einstellungssache von mir. Um das PKFile jetzt wieder zu reaktivieren, einfach per Doppel-Linksklick drauf und schon startet das Ganze wieder. Jetzt sehen wir hier in der Animation wird der Darstellungsmodus aktiviert und auch der Text verschwindet, in dem das einfach so ein ausgekreuztes Kästchen erscheint. Das ist dazu da, damit die Generierung viel schneller erfolgt und die Performance nicht darunter leidet. Aufgebaut wie jedes Support ist in der Kopfzeile die Version zu erkennen. Ab der Version 10 gibt es ein offizielles Release. Alles unter 0 ist noch in der Beta-Testung.